So, mein letztes Adventsgesteck-Video für dieses Jahr. Genau, diesmal ein längliches Adventsgesteck, wieder sehr einfach. Wenn ihr Äste draußen habt oder aus dem Wald holt, könnt ihr auch gerne mit der Handsäge zersägen. Das Schwierigste ist tatsächlich dieser Schnitt hier längs durch das Holz durch, um das einmal in der Mitte gespalten zu haben. Dann einfach die Stirnseiten mit dem Schleifer schleifen. Wenn ihr wollt, könnt ihr es noch mit einem schönen Öl einölen. Und dann hier die Kerzenhalter habe ich mit diesen Fosnerbohrern entsprechend gebohrt. Genau, vier Stück, vier Adventssonntage haben wir bekanntermaßen. Genau. Dann wieder mit diesem Kleber, ähnlich wie beim letzten Adventsgesteck, erst den Stamm einsprühen, 20 cm Abstand, steht aber auch alles auf dieser Packung drauf. Und dann muss man das 5 Minuten antrocknen lassen. In der Zwischenzeit habe ich die Kerzen eben eingesteckt und dann Moos wieder aus dem Dekoladen genommen und dann einfach den Stamm noch ein bisschen geschmückt außenrum auf dieser Schieferplatte. Ich habe geschaut, dass ich einen Stamm genommen habe, der selber von sich aus schon Moos hat. Das fand ich einfach schöner und ist ja auch ein Naturprodukt. Genau, und dann einfach dekorieren, schmücken, ganz wie man es selber will. Also es ist wirklich ein wahnsinnig einfaches Projekt, aber ich finde es sehr schön, sehr stilvoll. Ich habe lange überlegt, ob ich weiße oder rote Kerzen nehmen soll. Da habe ich aber bei meinen anderen Adventsgestecken und Kränzen rote Kerzen, dann habe ich jetzt hier die weißen Kerzen genommen. Aber ja, da jedem seine Kreativität und dann das Highlight zum Schluss wieder, es schneien lassen, das macht so Spaß. Die ganze Wohnung ist eingeschneit. Naja, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Vielleicht ist es eine Idee für euer Adventsgesteck. Genau, schaut auf meiner Webseite vorbei, da findet ihr nochmal alle Unterlagen zum Runterladen. Genau, ansonsten eine schöne Adventszeit euch. Bis zum nächsten Mal.